Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier auf meinem Kanal. Schön, dass du auch persönlich wieder erschienen bist zu einem neuen Angespielt. Wir spielen den Schrottplatz-Simulator oder den Junkyard, da kommen wir total durcheinander. Den Junkyard-Simulator, den werden wir uns anschauen und wir haben hier ein kleines Problem. Ich kann die Musik nicht ausstellen. Das heißt, es kann sein, dass wir das Spiel ohne Musik oder ohne Radio oder irgendwas spielen müssen, weil ihr wisst es ja, die Rechteinhaber kriegen das einfach nicht auf die Kette. Wenn du alle Folgen sehen willst, die ich heute aufnehme, schau mal bei Garderobe Plus vorbei, damit kannst du mich unterstützen. Vielen lieben Dank dafür, für die tolle Unterstützung dort und das Feedback zu den tollen neuen Features und den Exklusivprogrammen. Jetzt geht's los mit Spiel starten. Ich habe auf Sprache übrigens, just saying, auf Deutsche gestellt. Das kann ja eiter werden. And there you have it. Loading Game Level. Ja, wir erinnern uns, das letzte Mal, als ich es gespielt habe, war das nicht mehr als eine Tech-Demo. Sowas wie, oh, Entwickler haben irgendwie eine Idee und wollen ein Spiel bauen und legen dann mal so ein paar... legen dann mal so ein paar Straßen quer durch die Landschaft. Oh, das geht ja gut los. You've been boozing again. To each his own, buddy. You finally got yourself up. Quite a party last night. Do you remember anything? Your first task will be to find some necessary tools. Start with your Junkman interface. So. Erste Aufgabe, Taschenlampe finden. Nein. Oh, das ist übrigens das erste Mal, dass ich beim Spiel anmerke. Was ist denn Plastikflasche Schrott? Zu werfen, zu legen. Also auf jeden Fall sieht das hier schon mal sehr, sehr cool aus. Wir haben eine durchzechte Nacht hinter uns und der Junkie Quest Nummer 1. Finde die Maps. Die Minimap befindet sich unweit der Spielmaschine. Was? Vielleicht soll man doch wieder auf Englisch stellen. Gut. Huch. Ich dachte, hier wäre jemand. Was haben wir denn hier? Das ist also unser Schrottplatz. Und ja, wie gesagt, als wir das erste Mal angespielt haben, da war es ja irgendwie so, das ganze Spiel bestand im Wesentlichen daraus, dass es irgendwie... Ach, du dicke Männer. Oh, da werden wir jede Menge zu erkunden haben, das sehe ich schon. Was für eine konfuse Steuerung. So, geh weg. Okay. So, die Minimap befindet sich unweit der... Spielmaschine. Das heißt, wir haben ja also irgendwie auch so einen Arcade-Automaten wieder. Ich frage mich halt, wir haben ja auch diesen, wie heißt es? Wir haben ja auch den Tankstellen-Simulator. Ah, hier, Schnellreise, okay. Werkstatt. Ort, an dem du Fahrzeug und andere Gegenstände auf dem Schrottplatz renovieren kannst. Kleiner Crusher. Montiere den Motor aus einem Fahrzeug aus und zerdrücke damit die Karosserie. Hä? Ich glaube, die Übersetzung ist ein bisschen... Crusher, eine Recyclingmaschine. Recycle damit Panzer. Traktoren und andere Fahrzeuge, die du findest. Natürlich. Schrottmarkt. Erkunde Schrottplätze, wühle dich durch die Schrottberge, bringe den gefundenen Schrott auf den Markt, warte, bis er einen guten Preis erreicht und verkaufe ihn dann. Pfandhaus. Hier kannst du deinen gefundenen Schatz verkaufen. Tipp, es lohnt sich, die Vorratsbehälter zu kaufen. Bobs Bereich. Einer... von vielen Orten, an denen du in den Schrotthaufen, Kofferräumen, Schuppen und Wohnmobilen stöbern kannst. Schau mal rein. Großer Schrottplatz. Hier findest du Autos. Hier Autos für den Crusher. Nimm einen Abschleppwagen mit. Motel. Einer der vielen Orte, an denen du interessante Gegenstände finden kannst. Lagerplatz in der Nähe des Pfandhauses lohnt sich, den Vorratsbehälter zu kaufen, um dein Wohnmobil und Gebäude sorgfältig zu durchsuchen. Verlassene Fabrik. Wenn du gerne mit dem Pickup unterwegs bist, solltest du diesen Ort unbedingt besuchen. Da haben wir hier die Fahrzeuge, die wir uns leisten können. Caddy. Aha. So ein alter, gammeliger Schrottwagen, wie er in Deutschland rumfährt. Und das Ganze nochmal in der amerikanischen Version. Alright. So, Minimap haben wir gefunden. Ist aber nicht das, was ich suchen sollte. Ist vielleicht mit Spielautomat hier der Kollege gemeint?
Nee. Jetzt habe ich nur auf meinem eigenen Grundstück eine Flasche Bier gekauft. Auch nicht schlecht. Was passiert bei B? Achso, das ist der Rucksack. Q ist die Queste. Kriegen wir hin. Und da ist die... Die weißen Tauben sind Möwen. Fliegt da rum. Also haben wir irgendwo ein Spielautomat. Und wir haben auf jeden Fall jede Menge Schrott, die wir hier schon mal verarbeiten können. Die wir herausgefunden haben, wie... was? Wie? Was ist das denn hier? Altpapier. Ach du lieber Gott. Ist direkt für den deutschen Markt gemacht. Ne? Können wir alles, den Müll schön säuberlich trennen. So, was haben wir hier? Gehört das alles auch zu meinem Grundstück? Also wenn ja, würde ich mich fragen, warum wir so viele Fahrzeuge von Anfang an haben. Was ist das? Upgrade Werkzeug und Fahrzeuge. Okay, was haben wir hier? Upgrades und Modifikationen. Kaufe Upgrades und Modifikationen für einen Pickup-Truck. Abschleppwagen. Mhm. Interesting. Rauchen tue ich offenbar auch. Bin also kein gutes Vorbild. Ja, mit den Fahrzeugen fahren können wir, wissen wir. Was haben wir hier? Nichts. Entladesteuerung. Die Mechanik ist nicht freigeschaltet. Beende die Aufgabe um... Okay. So, die Minimap befindet sich unweit der Spielmaschine. Und das ist wahrscheinlich Norden. Hier werden diverse Dinge markiert, ne? Zeigt denn die Minimap, wo wir hin müssen? Nee, ne? Also nehmen wir an, dass das Norden sein soll. Aber wir können ja mal gucken. Da ist ja ein Pfeil, der blinkt. Für Blöde. Gardehol, du bist so dumm, dass es knallt. Jetzt können wir mal bitte appreciaten, wie wunderschön das aussieht hier mit der Unity. Okay. Wir flitzen und eilen. Okay, es ist auf meinem Wohnwagen drin. Ah! Hätte ich ja nicht so weit laufen müssen. So, was müssen wir jetzt machen? Die Minimap befindet sich unweit. Ja. Okay, Johnny. You still need a large Finde die große Karte auf der Koffer. Finde die große Karte auf der Kofferraumhaube. Was tut er denn? Hier. M. Ah, okay. Boah. Ey, das ist aber richtig riesig geworden jetzt, ne? Ich weiß nicht, in der ersten Demo war ja nur dieses Ding hier einmal so rund, ne? So. Irgendwie jetzt aus. Unknown. Okay, das heißt, wir können auch richtig schön die Map erkunden. Oh, das ist toll. Boah, es ist unangenehm. Natürlich! Guckt euch mal diesen wunderschönen Computer an, der hier einfach so rumsteht. Ohne Strom, ohne Kabel. Und was? Okay, hier gibt es die Tutorials. Verstanden. Some of the tools, machines or other fun mechanisms. Keep checking back whenever you feel lost. Okay. To the tutorial, press T or find it in the pause menu. Wir be shy. Yeah, we've been meaning to clean up the yard for a long time, but I just never got around to it. Today, it's your turn. If you want, there's quite a lot of room in your backpack. Yeah, that way you won't have to carry each item in your hand. Don't laze around. Ah, get to work. So, da haben wir schon mal drei Teile eingesammelt. Da wir schon mal dabei sind, dann machen wir das doch direkt richtig hier. Was sag ich? Achso, Hydronier, genau. Da erinnere ich das dran. Das wollen wir auch noch weitermachen. Du kannst nur vier Gegenstände tragen. Oh, das ist aber belastend. So, was haben wir denn hier für einen Müll? Das ist kein Müll. Achso, das muss in die richtigen Mülleimer. Das darf nicht hier. Das ist doch auch Müll.
Wirf hinein. Leere die Gegenstände. Aber ich will den Müll trennen. So, geht das jetzt hier? Einfach so. Haben wir denn jetzt... Haben wir denn jetzt Geld dafür bekommen, dass wir... Warum geht jetzt die Musik wieder los? Die soll nicht angehen. Ah, muss ich die eventuell rausschneiden. Mann. Vor allen Dingen, wisst ihr, warum das ärgerlich ist? Weil, guck mal hier, ich zeige euch das mal. Da. Man kann den Audioregler nicht runterregeln. Geht nicht. Doch, jetzt geht's. Es ging, wirklich, ganz ehrlich, beim Spielstart ging das nicht. Und jetzt alle wieder so, ja, ja, egal, der Ruhl, ist klar. Nee, es ging wirklich nicht. Glaubt mir das doch einfach mal. So. Dann schmeißen wir nochmal rein hier. Wo ist denn unser Geld eigentlich? Da, 204. Wieso? Wieso haben wir eben Geld dafür gekriegt und jetzt nicht? Also ich glaube, das Spiel wollte nicht, dass wir das machen. Finde ein kleiner Crusher. Wesley Crusher? Oh, Junge, oh, Junge, Junge. Ich glaube, wir können jetzt mit diesem... Ja, wir können Sachen kaputt machen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir finden nämlich jetzt eine kleine Crusher. Einen kleiner Crusher, sorry. Wenn schon falsch, dann richtig, ja? Oh Mann, Leute. So. What do you think, Johnny? You like your new toy? Ja, also das Auto ist definitiv kaputt. Das können wir in einer kleiner Crusher kaputt machen. So, Abschleppfahrzeug, leerer Raum. Kaputtes Auto mit Motor. Panel E verwenden. Fahrzeug zur Motorentfernungsstation bewegen. So. Jetzt müssen wir den Motor ausbauen, oder was? Kran für die Motorentfernung vorbereiten. So. Lege den Motor an, das, an der entsprechenden Stelle ab. Achso, den kann ich einfach so tragen, natürlich. Die müssen also gesondert irgendwie verwahrt werden. Interesting. Wo ist er hin? Ach, im Rucksack ist er. Oh, dieses Rucksackmenü, das ist leider etwas umständlich. So. Habe ich. Und jetzt? Hallo? Das ist doch die entsprechende Stelle, oder nicht? Oder wo soll er hin? Was ist das hier eigentlich? Hä? Hä? Was ist das denn? Was habe ich denn da gebaut? Ich bin ein sehr verwirrter Mensch. So, wo soll er hin? Huch. Wo soll er denn hin? Lege den Motor an der entsprechenden Stelle ab. Ich bin auf jeden Fall schon mal Level 3, obwohl ich noch gar nicht weiß, was ich machen soll. Gegenstand. Ach, so ist es gemeint. Gut, dann bringen wir das Fahrzeug zurück zum Parkplatz. Und ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, das kann witzig werden. Also was auch immer hier noch in diesem Spiel passiert. Ich bin sehr gespannt.
Zuschauer von Garderobe Plus können jetzt sofort weiterschauen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß mit den weiteren Folgen in den nächsten Tagen. So wie immer hier auf YouTube, da ändert sich ja nichts. Und sage danke fürs Zuschauen hier beim Schrottplatz-Simulator. Bitte hör auf, die Texte zu klauen, Kollege. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.